Wir kommen, ihr Lieben, auf dem Hexentanzplatz. Ihr seht, das Hexendorf ist schon fast eröffnet und ich zeige euch mal was. Kommt mal mit. Schaut, wie schön es geworden ist. Früher gab es hier nur die alten Fressstände, die waren wirklich nicht attraktiv. Und alle Leute dachten, wo ist denn hier eigentlich was Besonderes für den Hexentanzplatz? Endlich sind sie auch wieder frei, die Figuren der Wartelinde und des Teufels. Seht den hübschen Hintern der Hexe Wartelinde. An zwei Stellen ist die Figur immer ganz blank gerubbelt, denn die Frauen fassen immer an die Nase und die Männer immer an die Wade. Ja, das, so erzählt die Geschichte, ist die Frau vom Teufel, der dort oben sitzt. Kommt mal mit rein. Die alten Sagenerzähler erzählen, dass zur Walpurgisnacht am 30.04., wenn der Himmel sich verdunkelt und die dicken Wolken am Himmel stehen und die Blitze zur Erde zucken, das Hexenvolk unterwegs ist hier auf dem Hexentanzplatz, eine wilde Feier zu feiern mit Urian und allen Unholden. Es sind nicht allzu viele gekommen, wie ihr seht, ja, aber wenigstens wir sind hier. Und wenn dann Hexe Wartelinde den Steinkreis zusammenschiebt, dann kommt Urian, der Teufel, und fragt in die Runde, was war das Schlimmste, was ihr im letzten Jahr getan habt? Na, sag's schon, was war's? Und jeder beichtet seine schlimmste Tat, und dann wird die liebste Hexe geschmissen vom Hexentanzplatz. Bist du's vielleicht, die liebste Hexe? Ja, alles geht unter lästerlichem Gebrüll die tausendstufige Hexentreppe herunter. Passagen davon gibt's heute noch, ja? Dann wäscht sich alles mit Stierblut das Gesicht. Ja, gibt's übrigens heute auch noch das Teufelswaschbecken. Und dann muss man nur noch des Urians stinkenden Arsch küssen. Ja, los, jeder Wiener DDR mit den Bananen kommt alle ran, einer nach dem anderen, ja? Und dann konnte man zaubern ein Jahr und einen Tag. Und alles flog auf den Reisigbesen hoch zum Hexentanzplatz, weiterhin zum Brocken, um, wie Goethe erzählte, eine wilde Party zu feiern. Ich sage euch, das war doch spannendes Brauchtum. Schade, dass das heute so nicht mehr gelebt wird. Ja? Da könnte die Jugend richtig was von uns lernen. Es ist natürlich nicht das Fest der heiligen Walpurga, der Äbtissin, Schutzheilige gegen Dämonen, Blödsinn. Die Walpurgisnacht ist die Nacht auf der Walburg, hier auf dem Hexentanzplatz. Und hier traf man sich schon, wenn man den Zeitrechnungen Glauben schenken möchte, ca. 5000 Jahre, um eine wilde Feier zu feiern zu Ehren der Götter, zu Ehren Wotans und Frejas. Denn die feierten zur Walpurgisnacht, dem Fest Beltane, ihre Hochzeitsnacht. Und darum wird in der Sage der Walpurgisnacht erzählt, dass der Teufel, eine Abbildung des Wotans, Hochzeit feiert mit der schönsten, frivolsten, lästerlichsten Hexe. Vielleicht einer von euch. Wer weiß es, wer weiß es. Ich habe euch doch alle hier gesehen zur Walpurgisnacht. So ist es. Und so schaltet wieder ein bei Sagenhafter Harz und bis ganz bald, ja, in diesem wunderschönen Mittelgebirge.